Was? Haushaltssperre in Berlin? Was ist denn da schon wieder los? Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und ich bin bald mal wieder in meiner Mutterstadt zu Besuch, in der ich 30 Jahre gelebt habe. Dann dachte ich mir, schaue ich doch mal, was geht denn in Berlin so ab? Und dann sehe ich hier überall in der Presse gerade, ja, Eilmeldung, Berliner Milliardenloch, Schwarz-Rot verhängt Haushaltssperre für 2025, ja. Berlin ist mal wieder überschuldet, arm aber sexy, kriegt nichts gebacken und braucht mehr Geld. Und deswegen haben die Kollegen dort jetzt sogar eine Haushaltssperre verhängt. Das bedeutet, dass jetzt teilweise eben die Gelder nicht mehr ausgegeben werden können, keine Mittel zu sagen. Ja. Zu den Ausnahmen gehört allerdings die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen, kosten 1 Milliarde Euro pro Jahr. Diese Summe bleibt bei den Sparverhandlungen komplett ausgeklammert. Ja, also da wird auf jeden Fall nicht gespart schon mal. Ne? Es heißt aber jetzt für die ganzen anderen Bereiche, in dieser Situation dürfen keine falschen Erwartungen für das kommende Jahr geweckt werden. Uiuiui, da müssen jetzt also die ganzen Berliner Politiker auf einmal anfangen zu sparen. Ob sie das schaffen, das weiß ich ja nicht, ja. Heißt es jedenfalls aus der Senatsverwaltung, soll heißen, niemand soll eine Fördersumme vorgegaukelt werden, die dann womöglich nicht mehr zu halten sein wird. Tja, wer hätte das gedacht? Berlin kann und konnte noch nie so wirklich mit Geld umgehen. Das sieht man ja auch immer beim Länderfinanzausgleich und so. Und dabei ist das ganze Problem ja eigentlich hausgemacht. Ich meine, es ist ja völlig logisch, in einem Bundesland, wo die noch nicht mal schaffen, eine vernünftige Wahl zu organisieren, wundert mich eh schon lange nichts mehr. Ja, aber ich meine, bei sämtlichen politischen Entscheidungen, die man so in Berlin damals so mitbekommen hat, hat man immer eigentlich jedes Mal sich mit dem Spaten gegen den Kopf hauen können und sagen können, schlechter, auch wirtschaftlich gesehen, hätte man es eigentlich nicht machen können. Was wir auf der anderen Seite sehen, ist, dass der ganze Beamtenapparat und so weiter ja immer weiter nach oben geschoben wurde, ja, also nur mal ein kleines Beispiel, ne? Das Schloss Bellevue hier, ne? Das kann noch nicht mal festlegen, wie teuer überhaupt die Sanierung wird für unseren sehr geehrten Herr Bundespräsidenten. Schaut euch mal diesen Prunkpalast an, ja? Da würde ich mir vorstellen, bei der Renovierung wird auch nicht gespart. Und jetzt haltet euch fest, die bauen ja extra für den jetzt eine zweite Residenz, ne? Nämlich das sogenannte Präsidialamt, welches nach jüngsten Schätzungen nicht etwa 113 Millionen Euro kosten würde, wie anfangs geplant, sondern 205 Millionen Euro kosten wird. Ne? Alleine damit sozusagen der Bundespräsident zwischendrin, während sein Schloss Bellevue renoviert wird, woanders eben seine Reden halten kann und so weiter. Ja, aber keine Sorge, die ganzen Räume dort können ja danach später dann wiederum genutzt und vermietet werden und so. Überall dort brauchen natürlich auch all die ganzen neuen Stellen für alle Staatssekretäre, die geschaffen werden, natürlich auch dann im entsprechenden Platz. Also keine Sorge, ne, diese Räume werden bestimmt gefüllt werden. Also hierbei sei natürlich nebenbei zu erwähnen, dass die Finanzierung für Bellevue und so weiter aus dem Bundeshaushalt kommt und nicht aus dem Landeshaushalt für Berlin. Aber trotzdem steht das ja sinnbildlich für diese Ausgabenwut und dann immer diese ständigen Renovierungen von irgendwelchen Theatern und Museen und hast du nicht gesehen. Ja, wenn du die Kohle halt überall rauswirfst, dann ist am Ende irgendwann halt nichts mehr da. Das wundert jetzt niemand. Und wisst ihr was? Für mich steht eigentlich so diese Entwicklung von Berlin, die in die falsche Richtung geht, so eigentlich mehr oder weniger seit dem Jahr 2008. Ja, ich weiß noch, damals habe ich nämlich in Berlin auch studiert und so, und wir haben nämlich damals viel gemacht, auch mit dem Thema Flughafen. Also wir hatten nämlich das Problem, ich war in so einer Film- und Animationsschule, wo ich studiert habe, und dort hatten wir immer den Fluglärm, unter anderem von Tegel.
Und deswegen gab es immer so Probleme, wenn wir draußen produziert haben oder draußen gefilmt haben, weil die Flugzeuge noch über uns geflogen sind. Und da haben wir dann immer angefangen, so zu recherchieren und zu gucken, wann sind keine Flugzeuge, wann können wir da gut drehen und so. Und das Spannende war, ich weiß noch, da mussten wir so eine Übung machen mit so einer Tonangel und so. Die wollten gucken, wie gut wir den Ton aufnehmen können und so und abmischen und all diese ganzen Dinge, die man da halt lernt in dem Studium. Und denn da musste der Sprecher so einen Text aufsagen. Ich glaube, ich habe die Videos sogar irgendwo noch. Und da hieß es in diesem Text, ne, das war übrigens 2007, bald wird quasi die Lärmbelästigung der Bürger in Tegel und Umgebung und so weiter zu Ende sein. Denn mit der Eröffnung des neuen Großflughafens BER und so weiter wird dann das alles erledigt sein. Und das war 2007 mit Antizipation, dass das in ein paar Jahren dann fertig wird. Ja? Und die Kosten sind explodiert. Das ist natürlich komplett explodiert, wie lange es gedauert hat, den zu bauen. Und schlussendlich muss man ja sagen, ne? Gehen wir mal an den anderen Flughafen von Berlin, und zwar den in Tempelhof. Da hätte man ja viel mehr draus machen können, auch wirtschaftlich gesehen, als das, was die jetzt draus gemacht haben. Ja, das ist einfach ein riesiges Areal mitten in Berlin, was größtenteils völlig ungenutzt einfach dort existiert. Ja, das ist für manche Leute überhaupt gar nicht zu fassen. Deswegen zeige ich es euch mal. Für die Leute, die noch nie in Berlin waren, ja, da haben wir Berlin. Ach ja, ich liebe einfach Berlin. Es ist eine Hassliebe, muss ich sagen, aber es ist eben auch eine Liebe, ja. Berlin ist ja auch eine wunderschön grüne Stadt. Hier beispielsweise, ne, hier habe ich früher gewohnt in der Nähe vom Grunewald. Ne, schaut mal allein diesen wunderschönen Grunewald. Da braucht es allein, wenn du hier mit der S-Bahn von Nikolassee nach Grunewald fährst, brauchst du allein so fast 10 Minuten, um hier durch diesen kompletten Wald durchzufahren, ne? Aber schaut mal, das ist natürlich hier so der westliche Rand von Berlin. Jetzt schaut mal. Man sieht es bereits auf den ersten Blick, schaut mal hier in Berlin, ja, ziemlich zentral gelegen in Tempelhof haben wir das Tempelhofer Feld. Ne? Hier war früher der Flughafen in Tempelhof. Da ist 2008 das letzte Flugzeug geflogen. Ne? Und schaut mal hier, vor 100 Jahren war Berlin hier fortschrittlicher als jetzt. Kein Spaß, schaut mal hier. 1928 wurden die Abfertigungshallen vergrößert. Es gab Linienverbindungen nach London, Paris und Amsterdam. Ja? Also viele europäische Großstädte auch, Paris beispielsweise, London auch, haben zwei, drei, ich glaube, London hat sogar vier Flughäfen. Berlin hat nur noch einen, hat Tegel geschlossen, hat Tempelhof geschlossen und somit auch all die ganzen wirtschaftlichen Möglichkeiten hier verschenkt. Und was ist jetzt hier in Tempelhof? Damals gab es doch die Initiativen, dass man einen kleinen Bereich hier bebaut, ja? Und da gab es einen Volksentscheid. Und was haben natürlich die Berliner alle gesagt? Nee, wir wollen ja nicht, dass es bebaut wird, weil wir wollen ja weiterhin schön auf dem Tempelhofer Feld unsere Drachen steigen lassen und dort halt eben dieses ganzen riesige Areal einfach ungenutzt lassen. Da ist nichts. Da ist nichts, Leute. Guckt euch mal diese Fläche an. Alter, da könntest du, Alter, ich würde allein dieses ganze Haushaltsloch, diese 3 Milliarden, ja, gib mir wirklich Berlin 5 Jahre und ich habe dieses ganze Haushaltsloch allein durch das Tempelhofer Feld wieder gestopft, was ich da aus diesem Tempelhofer Feld raushole. Aber nein, man will es ja nicht. Man will ja lieber weiterhin arm und sexy bleiben. Also was macht man? Man spart an Kitas und man spart in den ganzen anderen Bereichen, außer bei den Flüchtlingen natürlich. 1 Milliarde, völlig okay, ist ja auch richtig so, ganz wichtig, ne? Ja, so läuft das in Berlin, Leute. Hauptsache, die würden das nächste Mal die Wahlen hinkriegen. Da wäre schon mal ein Fortschritt gemacht. Hier, das siehst du, da ist noch ein Bild vom Tempelhofer Feld. Da könnt ihr sehen, was da aktuell abgeht, ja? Kannst du mit dem Fahrrad rumfahren, nur schön bisschen grillen am Wochenende, Drachen steigen lassen. Ja, mehr ist da halt nicht, ne? Ist halt einfach so ein ehemaliges Flughafen. In jedem anderen Land der Welt, so in jeder anderen Stadt, könnte man meinen, wären da schon zig Wolkenkratzer, keine Ahnung was und sonst alles am Laufen, ja. Aber ich will die ja nicht auf Ideen bringen. Nachher hauen die da
das nächste Schloss Bellevue dahin und dann haben die das nächste Milliardenloch gegraben. Okay, Leute, lassen wir gut sein für heute. Ist ja jetzt Wochenende.